Wunderschönen Sonntag. Wir haben den 17. September 2018 und die Apple iPhones wurden ja vor kurzem vorgestellt. Und einige, die mich länger kennen, die wissen, dass der Ursprung dieses Kanals eigentlich auf der Apple-Liebe basiert. Ja? Also wenn ihr nicht genau wisst, was meint er jetzt damit, dann geht mal auf den Kanal und schaut euch die zuerst erstellten Videos an. Das könnt ihr über einen Reiter auswählen und dann wisst ihr, meine Liebe hat damals begonnen mit einem iPod Touch und mein erstes iPhone damals von meinen beiden ersten Ausbildungsgehältern, das weiß ich heute noch, war das iPhone 3GS, was ich mir bar ohne Vertrag geholt habe und wo ich verdammt stolz drauf war. Und ja, seitdem sind immer mehr Apple-Produkte dazugekommen. Und ich habe aktuell, damit filme ich jetzt dieses Video auch, das iPhone 7. Bin auch super zufrieden und es ist auch stimmig und passt alles. Aber ich habe mir jetzt gesagt, und damit kommen wir zu eurer Frage, die mir per Facebook-Seite unter anderem von euch gestellt wurde, welche Apple-Produkte hast du dir denn gekauft? Und tatsächlich habe ich bei dieser Keynote direkt zugeschlagen und vor 2 Tagen bei der Vorbestellung mitbestellt und ich war wirklich einer der Junkies, die tatsächlich immer Refresh geklickt haben um 9.01 Uhr, wo dann die neuen Geräte auf der Website vorgestellt werden sollten, wo man dann halt vorbestellen konnte. Und ich habe die ganze Zeit Refresh gedrückt, bis die Website dann tatsächlich da war und habe es geschafft, mir ein iPhone XS zu sichern. Warum kein XS Max? Weil ich die Größe einfach, ich kann damit nichts anfangen, ich brauche das nicht, ich habe ein iPad zu Hause und ein MacBook. Für mich ist das Richtige, das iPhone XS in der Variante Gold, weil ich auch das iPhone 7 im Gold habe. Gold ist irgendwie meine Farbe, ich weiß auch nicht warum, aber damit sei die Frage beantwortet. Ich blende euch das auch mal ein, bekomme das Gerät auch tatsächlich voraussichtlich am 21., weil ich habe es direkt bestellt und bin sozusagen in dem ersten Zyklus der Bestellung reingerutscht und bekomme es tatsächlich diesen Freitag voraussichtlich per DHL Express und bin natürlich da auch mal ganz gespannt, ob das tatsächlich auch kommen wird. Ja? Ich bin sehr gespannt und sehr aufgeregt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Gerät ihr euch bestellt habt, ob ihr euch ein Gerät bestellt habt, welches Gerät findet ihr am genialsten. Oder seid ihr eher einer der Leute, die sagen, für mich wird es dieses preisgünstige iPhone, das im Mitte Oktober kommen wird. Lasst uns ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Ich freue mich riesig auf mein iPhone XS. Ich glaube, wenn man ein iPhone 7 hat, dann ist das mal wieder ein schöner Sprung. Ich hätte mir beinahe tatsächlich vor kurzem, wo mein iPhone 7 runtergefallen ist, ich bin tatsächlich einer der Leute, die tatsächlich nie ein Case oder dergleichen nutzt und auch sehr, sehr selten ein iPhone hinschmeißt. In meiner Ära ist es mir dann tatsächlich passiert, dass ein iPhone runtergefallen ist und zwar beim Ausleihen eines Call a Bikes in Hamburg. Und ich war dann so in so einer Kurzschlussreaktion und wollte kurz, das war glaube ich 4-5 Tage vor der Keynote, mir direkt ein iPhone X kaufen. Jetzt bin ich tatsächlich froh, dass ich es nicht gemacht habe und freue mich auf das hoffentlich am Freitag kommende iPhone XS in Gold. Und, halte euch natürlich da auf dem Laufenden. Ja? Ihr wisst, ich habe es in den letzten beiden Videos gesagt, ich sage es in diesem Video auch nochmal, ihr bekommt jetzt jede Woche bis Ende des Jahres 2 Videos, die online gehen. Deswegen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video. Wenn ihr zu einer bestimmten Videoreihe mehr Videos sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare, dann werde ich dem Wunsch natürlich auch nachkommen. Ihr könnt mir natürlich auch Privatnachrichten schicken auf der Facebook-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten schaut euch die letzten beiden Videos an. Die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da sind so ein paar interessante Videos dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf Freitag, hoffentlich dann auch auf die Übergabe meines iPhone X und werde euch, sobald es hier ist, direkt berichten.